What the fuck? Dreck. Okay, sind hin. Oh, guck mal, aber das hat ja gar nicht so wirklich... Oder hast du den Medkit schon? Ja, gerade eben, aber das hat nur 20 oder so gebracht. Also ich weiß nicht, wie viel es war, aber es war nicht viel. Okay, die haben... Die sind auf jeden Fall zu mir hochgekommen, die Bitches. Ja, fliegen können sie, aber damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Weil blau heißt ja, dass sie halt suchen, ne? Und rot, weil sie das was gefunden haben. Ja. So, hier kann ich jetzt... Hier geht's jetzt nicht weiter. Gut. Also könnte ich höchstens versuchen, über die andere Welt zu... Oh, ist aber gleich leer, ne? Ja, da unten ist noch einer. Der sieht dich. Der sieht mich, ja. Eigendiagnose protokolliert. Liste. Tag. Kohlenstoff. Kathode. Korrosion. Was? Katholisch? Hier könnte ich vielleicht versuchen, oben rüber zu kommen. Guck mal. Ja. Na, Glugan? Glugan. Reicht doch. Das war schon wieder einer zu viel. Das ist genauso hoch wie das andere. Danke, ja. Aber du hast ja auch das Angebot bekommen zu klettern, also. Ja, das hat auf jeden Fall. This worked fine. So. So, da unten hat schon mal einer dieselbe Idee gehabt. Was ist denn da los? Strahlung. Strahlung, fuck. Ja, wahrscheinlich steht da der Reaktor oder so. Ja. So, jetzt muss ich das Vieh noch kaputt kriegen da unten. Gibt es hier irgendwo was noch, was explodieren kann? Ja, hier unten rechts waren irgendwo Kanister, aber die sind da hinten in der Ecke irgendwo. Oh, da hinten ist so ein Ding da, so ein Fabricator-Ding, ein Glück. Da wäre den ganzen Bullshit wieder los. Das wäre ja was für Weasen, dieses ganze Gesammel. Oh Gott, dieser ganze Ramsch. So, aber ich glaube, wir können hier runter, oder? Also ich meine ehrlich jetzt, wenn wir jetzt hier oben, den machen wir mal jetzt mal kaputt. Ich sehe jetzt zwar keine, was zum Explodieren ist, aber... Mal ihn doch an, das muss doch genauso funktionieren, oder? Ja. Kommen Sie raus! Tink! Noch einen! Noch einen! Jawohl! Ja, das war jetzt nicht so geil. Ja, gut, okay, es hat mich 4 Punkte gekostet. Aber alright, du hast recht. Ja, gut, aber wir müssen jetzt echt den Anzug mal flicken. Wir sind bei 40% nur noch. Ja, da hast du recht. Gut, dann. Wo geht's hier weiter? Türfehlfunktion. Okay. Gut, wo wollen wir hin? Nach da oben. Da oben, wenn es geht, ne? Ja. Wir könnten uns mit der Glue-Gun eine Treppe bauen? Ja. Oder ja, weil die Treppe hier nämlich hin ist. Die Treppe ist nämlich im Arsch, genau. Dann müssen wir uns mit der Glue-Gun... Machen wir die hier hin? Nein, warum denn? Einfach an der Seite hoch. Einfach hier, ne? Ja. Hier so. Da hat keinen Grund. Zack, Glue-Gun. So, fupp. Das ist einfach so. Was meinst du jetzt? Also einfach hier schräg hoch und da drin liegt übrigens noch einer von unseren Freunden. Nee, ich meine einfach einmal so schräg an der Seite hoch, dann kannst du einfach dann so hochlaufen. Weißt du? Du meinst jetzt hier so einfach? Ja. So. Okay. Ja, das ist gar nicht so. Sprüh einfach halt so eine Linie an die Wand. Ach so. Kannst du einfach raufmalen und dann kannst du die halt so einmal von der Seite hochlaufen. Ach Mensch, du bist ein schlaues Kerlchen, bist du. Genau, da wirst du nochmal nachsetzen müssen. Ja, das ist gar nicht einfach. Weil das ging da hinten so hinten weg. Ja, hier könnte man es auch machen, aber... Das haftet nicht aufeinander, das Zeug. Ja, wir haben gesehen, dass es das tut. Ah. Ah, shit. Ups. Ja. Das würde vielleicht schon reichen. Ja, das reicht. Gut, okay, alles klar. Aber man muss das alles üben. Hier, so, Recycler, mach. Ja. So, der ganze, das kann rein, das kann rein, das kann, der Lüfter. Im Grunde genommen erstmal alles Graue und dann halt irgendwie, was wir doppelt haben, die eine Glugan, die eine 9mm, das kann auch rein, die Nerf, also diesen Nerf-Quatsch, brauchen wir den? Ich weiß ehrlich nicht, grad also nicht, ich, ne? Das ist zwar witzig, aber ich weiß nicht, ob also wir das so nicht jetzt haben wir ja wieder was frei, aber... Ja, komm, behalten wir ihn erstmal. Vielleicht ist es ja irgendwann nötig, aber wenn wir den jetzt halt so in 3-4 Folgen nicht gebraucht haben, so, ja, dann können wir ihn dann langsam mal halt über die Rolle anschmeißen. Das denke ich auch, ja. Wir tragen ihn schon, glaube ich, 2 Folgen mit uns rum. So, zack. Und was bauen wir uns? Wir können ein Medikit mal gucken. Das ist neu. Ja, das wäre doch eine Idee. Sehr praktische Einrichtung. Das ist schon ganz geil.
So, hier haben wir nicht mehr genug Herstellungszutaten. Das könnten wir noch machen. Immer auf. Also von Schrot können wir nie genug haben. Ja. Und wie sieht's aus mit Glue? Nee, ist rot. Ist rot. Mehr Schrot. Schrot geht Schrot noch. Bis alle ist. Was wahrscheinlich jetzt schon wieder der Fall sein dürfte, oder? Ja. Ja. Aber da unten liegt jetzt ehrlich gesagt noch jede Menge Guck Material. Mal, da links. Ja. Wip, wip, wip. Und auf dem Schrank liegen auch noch Platinen und. Ah! Was immer das ist. Ach, das ist vielleicht für den Anzug. Das kann sein, das kann ja. Sein, ja. Das ist für den Anzug. Ist. So, was? Trendstar-Uniform, okay. Egal. So, was haben wir hier drin? Keine Sorge, Katze ist. Erstmal. Tut mir leid wegen der ganzen Bolzen in der Werkstatt, das ist wirklich der einzige Ort, wo man eine Waffe ausprobieren kann. Katze, dann brauchst du Hilfe. Keine Sorge, die Katze ist aus dem Haus. Ich habe schon ein paar Ideen, arbeite über das aus, alles klar. Der sitzt Ach so, ja klar, weil wir sitzen ja halt zu der Zeit gerade noch ja, in der Klapsmühle unten und werden täglich zurückgesetzt. Wenn du mir jetzt auf die Tastatur spuckst, halt, so, dann kriegen wir ein Problem, Freundchen. So, der Satellit, der aktuell in der Werkstatt in der Reparatur liegt, soll stillgelegt werden. Alle Elemente des Psychotronik-Transistors zu entfernen, neue Satelliten zu installieren. Okay, fragen Sie mich nicht, wozu die gut sind. Ich weiß nicht, erledigen so schnell wie möglich. Okay, hier liegt ein Satellit rum. Den können wir vielleicht auseinanderbasteln. Ja, hier ist noch halt mehr Schrott. Wir sind auf einer Raumstation. Da soll das manchmal passieren, habe ich gehört. Oh, guck mal, Dateien. Wir haben zwei Dateien. Was haben wir denn da? Jägerbolzen. Ach, ja, ja, wunderbar. Jetzt können wir den selber bauen. Dann können ja, wir den nämlich können wir auch einfach platt machen. Genau. Aber was ist denn Jägerin? Das wäre Huntress gewesen, Huntress oder? Wahrscheinlich oder so, ja. Gut, haben wir gelernt. Können wir also den wirklich, wer macht diese Übersetzungen, ja? Also er muss ja halt den Jungs von, und Mädels von Star Citizen Base halt immer direkt halt so ein Ei platzen, wenn die ja, das sind. Stimmt. Ja, vor allem, weißt du, also wir haben immer in der Synchro eigentlich die Richtlinie gehabt, auch versucht irgendwie bei Mafia, bei den Mafia-Spielen, immer wenn es ein Eigenname war, wie Huntress... Bolzenwerfer, dass du den halt behältst. Weil das ist ein eigen, das ist ein Begriff. So, den brauchst du jetzt nicht übersetzen, zwanghaft. So, Mary, wie du vielleicht schon bemerkt hast, gibt es ein Problem mit einem der Tanks in der Nähe des Lagerschranks. Ja, das haben wir bemerkt, ja. Halte dich fern. Ja, das ist schon klar. Assassin's League? Nein. Ich habe ein Gericht über eine Pfeilpistole gehört, die sich ausgedacht haben. Es ging um ein Assassin's Spiel in Aurethium und okay. Ach so, das ist halt Freizeitgestaltung. Ja, Bolzen. So. Nehmen wir alles mit, können wir alles gleich wieder verarbeiten hier. Ich meine, gut, dass man jetzt hier nicht Paintball spielt, verstehe ich schon, ne? Ja. So. Bevor wir jetzt hier untergehen, schmeiße ich den ganzen Zeug. Den ganzen Kram mal rein, noch einmal durchcraften. Den ganzen Piss weg mit dem Zeug. Aber haben wir hier noch irgendwie so Kram doppelt, den wir. Nehmen wir gleich, verarbeiten wir gleich. Ja, komm, hau weg den Quatsch. Also, das können wir ja dann machen, wenn es. Wenn wir ihn vielleicht brauchen könnten. Ja. So, da ist wahrscheinlich kein Fabricator weit und breit, aber. Ja, wie immer, ja. So, okay, dann nehmen wir das, zack, und hier recyceln. Und dann sammle ich den Kram noch unten, dann recyceln wir nochmal und dann gehe ich den. Dann basteln wir uns noch ein bisschen schönen Kram. So schnell wird aus Prey Imperion. Aber das ist. Meine Güte, ja. Was liegt denn da eigentlich drin? Was sind das für... Clean Spirit, das ist Terpentin. Sprit, Terpentin, irgendwas sowas in der Art, ja genau. So, hier können wir, das können wir reparieren. Das können wir versuchen. Ach, mit Reparatur 3, ja. Also dann kann ich raus, verstehe. So, also hier ist auf jeden Fall der Tank geplatzt. Hier, Ach, da war hier Strahlung, ja. Ja, genau, da gehe ich jetzt nicht hin, ne? Nee, aber warte mal, gibt's da irgendwas? Guck mal, liegt da... Da ist liegt ja was. Nur Shit, ja, da hast du recht. Guck mal da. Da liegt was. Ja, man kann ja schnell mal reinflitschen und dann schnell wieder rausflitschen. Ja, das läuft ganz anständig schnell runter. Hast du die mitgenommen? Ah, ja, ja habe ich. Rohrzange. Da hinten liegt noch was. Ach, da ist eine Tür. Fuck. Da hinten, guck mal, siehst du das? Da ist so eine Tür. Da hinten. Eine Wartungsluke. Ja. Aber wie kommt man denn da? Du musst wahrscheinlich einen Anzug bauen, der die Strahlung besser hält. Ja, weil ich komme in der Geschwindigkeit komme ich jetzt nicht durch, glaube ich, da hinten. Na nee. Gut. Okay, verlierst aber. Also pro Sekunde zwei Health, das ist halt ein bisschen zu hart. Ach, das da ist die Mondtür, ne? Das ist eine Außenschleuse. Mhm. Indeed it is. So. Kabel. Wir können jetzt noch die ganze Zeit so Viecher auftauchen, also vor.
Irgendwie ist das ganz. Ja, weiß ich nicht, weil hier sind ja diese Sicherheitsdroiden rumgeeiert. Meinst du, die sind jetzt hier sonst nicht da? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, das wird jetzt der Thread halt eben hier gewesen sein, der in dem Raum war. Luftschleusen. Mhm. T-Tutorial. Findest du, desto freier kannst du dich um die Station herum bewegen. Dein Transcribe kann eine Stationskarte ansehen. Okay. Hm. Okay, gut. Also da können wir nachher draußen rumfloaten und dann halt auch andere Bereiche unterschließen. Ich denke aber, dafür brauchen wir diese Antriebstechnologie im Anzug, weil ansonsten... Ja, die werden wir erst craften müssen, ja. Ja, eben. Ansonsten ist hier gleich Schluss. So, es gibt hier noch Arbeitsaufzeichnung eines Technikers. Death of a Salesman. Ja, gut. Bolzenwerfer, das brauchen wir jetzt nicht zu lesen. Vielen Operator-Teile, macht das liegt nicht in meiner Fassung. Morgen noch schon wieder. Mhm. Bla, bla, bla. Neuromod, Stempel und Gitter im Fabrikator, ist alles in Ordnung. Sag mal, die Operator sind da diese Druiden, ne? Mhm. Warum wird Morgan einen so hohen Verschleiß an denen gehabt haben? Kann das sein, dass die halt permanent Operator nachbauen mussten, die diese Typhon-Viecher handeln? Kann sein, ja. Aha, aha, na. Na, hier hat's kurz ein bisschen gerumpelt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Platte, aber gut, nimm mal. Warum? Oh. Nee, ist einfach nur Wandverkleidung gewesen. Okay, maybe. Ah ja. So, da liegt noch ein bisschen Schrott. Förderersteuerung. Ach, damit kannst du den Container irgendwo anders hinstellen. Ach nee, ist einfach nur der fährt dann darüber. Ja, und dann? Oh, vielleicht können wir... Oh, da fällt was runter. Ah, geil, Goodies! Oh. Ah, shit, okay. Come on, Buddy. Come on. Hinter dir. Okay, einer. Es waren vier, glaube ich. Ja. Benutze auch die Glugan. Also... Mhm. Also ich habe auf jeden Fall, ich habe zwei mindestens gesehen. Ich weiß aber jetzt nicht, wie viele es sind. Na, der eine ist hier rechts rüber gelaufen. Stuhl? Perhaps, ich sehe halt nur keinen. Nee, die sind alle, dreh dich mal um. Da drüben, einer von denen, der liegende Kanister wird der Mimik sein, jagt man den anderen in die Luft. Nee, den da drüber, der steht. Der da? Ja. Ah, okay, dann wohl nicht. Jetzt habe ich nur einen Schuss in dem Ding hier drauf. Da links, davor, guck mal da. Da liegen zwei ziemlich identische Sachen. Die zwei Stühle. Ja. Der oder der? Nee, alle nicht. Oh, die Schachtel auf dem Tisch vielleicht? Maybe. Ist auch schon wieder nicht... Schon wieder zu dicht dran, die werden jetzt schon aufgesprungen. Wo sind die hin? Ah! Hier ist ein Operator-Dispenser. Ja, lass ihn raus. Beantrage neuen Operator. Hier ist ein Tisch. Ja, aber lass uns erstmal die Mimik suchen. Mhm. Transtar Kohlholz 410 Technik Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Mach deine eigene Öffnung frei, du perverses Ding, ey. Was macht der jetzt, ey? Ein Perverser! Keine Ahnung, werden wir sehen. Vielleicht repariert der Kram oder. Vielleicht kann man den auf diesen Kanister loslassen, der da irgendwie radioaktiv ist und so, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ja. Mal gucken. Geh doch mal hin, du konntest die doch irgendwie halt. Inspektion läuft. Ihre Anzugsintegrität wurde beschädigt. Ah. Lassen Sie mich das reparieren. Fertig. Yes! Passen Sie bitte auf. Das finde ich ja großartig. Den kann ich den mitnehmen? Nee, natürlich nicht. So, wo sind diese Pissflitschen hingelaufen? Ja, wo sind die hin? So, hier da waren wir schon. Hier waren wir alle schon. War in dem Typen was drin? Ja. Ah, Peter Coleman, okay. Na bitte, und gerade noch Neuromod. Da haben wir einen Neuromod. Das dritte, was wir brauchten. Um was zu machen? Zerlegen wollten wir. Biologisch gefährliche Abfälle, sehr gut. Ja, super. Die kommen gleich mal schön in den Recycler. Ja. So, hier waren wir überall schon. Warum trägt der seinen alten Tumor mit sich spazieren?
Hier waren wir überall schon. Hier war ich überall schon. Ne, hier war ich noch nicht. Oh, Glukanister kann ich schaden. Da hinten liegt noch Scheiß. So. Also dieses mit dem Operator fand ich ja eben ganz, ganz angenehm. So, jetzt gehen wir erstmal wieder nach oben, ne? Positive Überraschung, ja, aber denk dran, hier mimiken halt noch irgendwie... Ja, ja, ich weiß. ...die zwei Typhons hier rum. Warte mal, da in dem Schrott... Guck mal, was ist denn da doppelt? Das könnte sein, weil da sind wir vorhin durchgelaufen. Der dürfte eigentlich nicht da liegen, oder? Doch, doch, da sind wir vorhin. Aber den haben wir die umgeworfen? Ja, aber ob es jetzt zwei waren, weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Oh, mal ruf. Ja. Ja. Obwohl, ich weiß jetzt nicht, ob die... Ja. Ah! Shit, der hat mich direkt erwischt. Okay, das heißt, das müsste jetzt... Wie viele hatten wir jetzt? Also ich hab mindestens zwei gesehen. Nee, es waren jetzt vier. Noch mehr war. Huch. Es waren drei oder vier. Ich würde jetzt ist da eben vier Licht? Tippen. Hier, guck mal, hier passiert gerade was. Ja, da zieht oben irgendwie Schrott vorbei. Wo kommt Licht her? Woher denn? Zieht irgendwas oben am Fenster vorbei. Da oben, ja. Da. Man, es treibt ja schon ein bisschen Trümmerzeug halt so rundherum, ja, ne? Ja, das stimmt. So, ah, warte mal, hier ist noch mehr Kram. So. Okay, packen wir das mal hier, unsere schöne... Da. Ja. Alter, ich wollte gerade sagen, der Karton da? Hä, wo ist denn jetzt, Alter? Hast du, so, jetzt, good night. Motherfucker. Der hat mir ja auch ganz schön zugesetzt gerade hier mit seinen... Hm. Aber gut, wir können uns ja jetzt... Ach, der klettert sogar selbstständig da hoch gerade. Hab ich gesehen. Da muss ich gar nicht springen. So, zack, 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 zack. Aber jetzt haben wir schon 100 von diesen komischen Spuren. Aber wann finden wir denn die Knarre dazu eigentlich? Es kann auch tatsächlich sein, ja. Kuhstrahl-Prototypenwaffe. Ja, weiß noch nicht. Hoffentlich haben wir die nicht bisher mal übersehen, ey. Ja, kann durchaus sein, ja. So, das war's, ne? Warte mal. Ersatzteile. Ja, die sind halt zum Reparieren von irgendwelchem Kram. Nee, das war's. Ich, mehr brauchen wir nicht. So. Klimperi Pimper. Aber hübsch sieht's aus. So, ah, guck mal an. So, was ist denn das mit diesem Antrax-System? Ja, komm. Modul für den Anzug, ja. Ja, bauen wir gleich. Zack. Jetpack. Dein Fall zu bremsen. Ah, cool, okay. Na, das ist doch schön, oder? Das macht doch Sinn. So, dieses Jägerwerfer, das kannst Ding. Kannst du mal angucken, die sind halt neu, aber die kennen wir halt schon. Aber die sind nicht billig, auf jeden Fall. Also nicht teuer, meine ich. Nee, kostet halt nichts. Kann ja auch nichts. Kann auch nichts, das ist richtig. Kostet gar nichts alles hier. So, was bauen wir denn noch? Also erstmal ein Medikit noch, auf jeden Fall. Ja, und Schrotemunition. Schrotmunition. Und halt ein bisschen Glue, oder? Davon haben wir jetzt ja auch wieder ein bisschen was verballert. Man weiß ja nie, wann man an den nächsten Prozessor vorbeikommt. Er ist vorbei. Ja. Gibt schon nichts mehr. Ist schon wieder aus. Alles. Ja, wir können jetzt noch diese dämlichen Flexiform-Bolzen bauen. Ja, das stimmt. Ich wäre jetzt gerne tatsächlich... So, jetzt probieren wir das mal. Ah, ja, da. Hast du gesehen? Ich habe gerade meinen Fall abgebremst. War zwar nicht nötig, aber es geht. Hier. Gut, gut. So, was sehen wir da? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts außer eine tatsächlich ziemlich schlecht aussehende Mondoberfläche. Muss ich mal jetzt hier als Kritik so fallen lassen. Da sind Kanten drin, das ist noch nicht mal eine Kugel. Ja, da guck mal, Kanten. Naja, nee, komm, da gehen wir schnell wieder raus. Ja. Nee, also um das halt nochmal aufzugreifen, halt so, das ist ja leider halt so durch dieses sehr laute Ingame-Audio halt am Anfang untergegangen. Aber der Detailreichtum ist jetzt nicht beeindruckend. Es gibt halt eben auch keine wirklich scharfen Texturen. Weiß nicht, also halt so irgendwie technisch kann die CryEngine auf jeden Fall mehr. Ja, das haben wir schon gesehen. Das ist auf jeden Fall, ach guck mal, hier brauche ich gar nicht hacken, ich habe ja den Code. Ich muss auch ehrlich sagen, es wurde ja schon beim zweiten Video jetzt kommentiert und gefragt, ob das jetzt eine Kaufempfehlung quasi gibt von uns. Ich muss, Viech, komm her. Blue Gun oder einfach Schrote. Bam, Penner. Da hält das nicht für nötig, mal aufzustehen. Ja, ja. Bitteschön. Also, ob es jetzt eine Empfehlung gibt, was wie gesagt. Da? Ist das Strahlung? Oder? Ja, das ist Strahlung, aber ich kriege noch keine ab hier anscheinend. Also, ich sag mal so, wie gesagt, ein bisschen traurig finde ich, dass die CryEngine echt mehr kann. So, die kann eigentlich mehr als das, was dieses Spiel hier
als dieses Spiel hier gerade zeigt. So, und das finde ich ein bisschen schade. Das Gameplay macht echt Fun. Das finde ich echt ist nett. Die Story ist cool, keine Frage. Aber um es jetzt auf den Punkt zu bringen, eigentlich würde ich ein halbes Jahr warten und auf den Steam Sale warten. Ja. Weil 60 Ocken, 60 Tacken sind schon ganz schön hart. Aber ich meine halt so an sich, also ich würde halt eben vermuten, dass halt eben diese Reduktion an Texturschärfe oder halt eben an Auflösung dann doch dem geschuldet ist, dass das halt eben auch auf allen Konsolen laufen soll, problemfrei. Ja. Wobei ich sagen muss, eine PS4 und eine Xbox One, die Dinger haben ja halt schon so viel Bums, würde ich jetzt halt eben nicht so sehen. Aber ja, immer so kann ja nicht alles, wie Star Citizen halt so komplett durchdesignt und halt so irgendwie mit Mikroskop texturiert sein. Was ist da los? Ah, es brennt. Ach, für fein. Kannst du das halt mit... Überglühen, meinst du? Ja, vielleicht. Ja, wäre eine Idee, ne? Nein. Nein, es brennt.